Hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Geralt und seinen Freunden. Wir haben das Anschlagbrett im Visier. Hier gab es nämlich irgendwo eine Quest. Nur die 7 Katzen, Angebot, Zimmer zu vermieten, vermisster Brief. In diesem Etablissement verlor ich einen privaten Brief. Enthielt fordernde Formulierung, Versuche, wahre Liebe, bababa. Küchenhilfe gesucht, Warnung. Wie auch immer, die 7 Katzen, Krawall macht andere Gäste belästigt, Kellnerin bei Grabschütze und Muschel rausgeworfen. Wirte, lasst euch warnen, wenn ihr einen Mann namens Odrin begegnet, dann haltet euch von ihm fern, zeigt ihn allenfalls bei der Stadtwache an. Der Halunke hat gut 3 Wochen lang in meiner Herberge residiert und ist dann verschwunden. Ein Mietnomade. Ich dachte, hier wäre eine Quest. Tatsächlich. Bezieht sich die Quest auf die Schnellreisefunktion. Gut, wir reisen auf jeden Fall in die Stadt. Und zwar... Ruhmestor. Ja, hier. Hier ist am schnellsten, hier ist am nächsten. Und dann verkaufen wir mal wieder. Und dann schauen wir nochmal. Da war doch noch was anderes zu erledigen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da vorne ist der. Ich schaffe es noch. Überlastet. Ich schaffe es. Voll cool. Also wenn schönes Wetter ist, Ruhe. Wenn schönes Wetter ist, macht es ja echt Spaß, hier rumzulaufen. Könnte mal jemand die Leichen da wegnehmen? Rette mich. Ich sterbe. Grüß dich. Hallo, Zwergenmann. Zeig mir deine Waren. Ach, wieso kaufst du denn nichts von mir? Ach, dem kann ich die verkaufen. Ist doch in Ordnung, oder? Schnalle Trophäen in deinen Sattel, um einen Bonus zu erhalten. 10% auf das Stümmeln. Nee, einen behalte ich wegen Humanoiden-Scheiß, oder? Einen behalten wir? Schön, toll. Okay. So, da haben wir wenigstens schon mal einen Kopf verkauft. Essen möchte ich auf absolut nicht verkaufen. Oh, hier war so viel Zeug. Lederdingsbums, das hätte ich ja auch mal verkaufen können, ne? Die kauft er auch Relikte. Das sind alles die gleichen, oder? Ich verkaufe mal ein bisschen was davon. Bring ja eh nicht viel. Ich bin aber immer noch nicht entlastet. Was ist das da oben? Geisteressenz für Alchemie zu verwenden. Ja. Ach, man braucht das für Alchemie. Ich will es doch nicht verkaufen. Kann ich es zurückholen? Muss ich dafür jetzt bezahlen? Nee, oder? Ich muss nur mein Geld... das Geld wiedergeben, was ich bla bla und so weiter. Ihr versteht schon. Nee, ich mach's doch nicht. Hat sich gelohnt. Tschüss. Bis dann. Wo ist der andere Händler? Da hinten. Plötzlich bist du es? Nö. Das ist aber der Zwerg. Der kauft meinen Scheiß ja trotzdem nicht. Ach, Plötzchen. Du bist mein Herz. Dich ist immer Verlass. Der alte Mann kann ohne dich nicht mehr gehen. Ich muss nochmal zu einem anderen Händler. Mal wieder. Bei dem waren wir noch nicht, oder? Los, los! Der Buchmacher ist das doch, oder? Langsam. Bringt mir nichts, der Buchmacher. Oder der Buchhändler. Aber was ist mit Schmieden? Der kauft mir doch meinen Scheiß ab, oder nicht? Armut. Muss ich hier irgendwo rein? Oder ist der Schmied so klein, dass ich ihn nicht sehe? Abgeschlossen. Wo ist er denn? Bist du der Schmied nun, oder? Reicher Städter, sieht nicht so aus. Hä? Hier ist kein Schmied. Ich sag dazu nichts. Das ist mir... Aber was denn? Der soll doch hier sein. Ich habe ihn anmarkiert. Schläft der noch? Haben wir, wie viel Uhr haben wir denn? 13 Uhr? Macht der Siesta oder was? Reifen nimmt einen Teil. Hacker nimmt einen Teil. Ich mach mal, weiß ich nicht, für bis mittags eine Meditationsrunde. Guck mal, wer dann da ist. Alles wieder aufgefüllt. Rein und jetzt fürchten anständige Leute, sich das Haus zu verlassen. Oh, ist das mies. Es gibt nichts, was mieser ist als sowas. Okay, dann müssen wir zu jemand anderen. Das ist mehr als schade. Waffenschmied. Der kauft doch meinen Kram, oder? Bloß nicht an! Der freut sich doch, wenn er Klamotten von mir kriegt.
komme ich denn da am besten hin? Nicht so schnell, Plätze. Nee, da komme ich wahrscheinlich nicht. Ach so. Mir fehlt die Berührung Verdammt. Einer Frau. Warte, ich bin voll falsch gelaufen. Oh, ihr habt nichts gesehen, mal wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Hier ist der Schmied. Ich habe mich schon wieder veräppeln lassen. Hallo. Bitte helfen Sie mir. Erstklassige Schwerter. Hab ich. Kannst du haben. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ich zeig dir mal, was ich anzubieten habe. Oh, der hat so viel Geld. Hier. Oh, bin ich glücklich. Ich liebe dich, Mann. Ich liebe dich voll. Du machst eine einsame Frau sehr glücklich. Ja, das braucht niemand. Oh, seht euch das an. Ist das schön. Ich bin komplett entlastet. Hat er denn wirklich irgendwelche... Der hat doch gar nichts Geiles. Wo hat denn der seine Rüstung? Ist doch der Krempel, dem ich... Was, diese hässliche Hose ist mal wieder viel besser als meine. Kostet auch nicht viel. Ich will aber mehr eine schönere Oberrüstung haben. Aber das ist auch schon wieder die hässliche... Das ist nicht das, was ich ihm verkauft habe, ne? Nee. Boah, ist das teuer. Ich meine, ich habe genug Geld, aber... Nö. Nee, wir kommen auch so aus. Noch. Ich behalte es im Hinterkopf. Kann er mir irgendwas Schönes anfertigen? Hab Würdest ich irgendwas? Du mir etwas anfertigen? Dann habe ich wenigstens mal meinen Krempel irgendwie. Zutaten fehlen. Zu allem fehlen Zutaten. Brauch keinen Barren, ich brauche eine geile Rüstung. Scheiße, du brauchst leider das und das, was du gerade alles verkauft hast. Die könnte ich mir anfertigen lassen. Da habe ich alles da. Oberkörper. Die ist ja schlechter. Nee, wenn die schlechter ist, brauche ich die natürlich nicht. Ah, benötigt Stufe 1. Das ist natürlich ein Traum. Die ist um einen besser. Boah, nee. Vipernschulenschwert. Falsche Handwerker. Aha. Ist eh schlechter alles. Nee, dann machen wir uns eine neue Buchse, würde ich sagen. Dann hat sich das ein bisschen gelohnt mal. Aber ist überall schlechter. Nö. Nein, danke. Danke, danke. Bis dann. Du hast mir schon sehr geholfen, indem du mir meinen Tant abgekauft hast. Oh, ich fühle mich leicht wie eine Elfe. So, okay. Oh, ich will nicht brennen. Geh weg. Warum erst Morden kaufen? So, Quest. Was haben wir denn zu erledigen? Auf der Fährte, das mit dem Fohlen Stufe 2. Komm, das machen wir eben. Ich will ja das räudige Dokument für ihn finden. Das sollte ja zu machen sein. Das ist da hinten. Da können wir vielleicht mal eine kurze Schnellreise machen. Die tanzen auf dem Galgen. Das geht super. Lass mich mal durch hier. Armer Schmüffler, wenn du nicht so groß. Ich diene dem ewigen Feuer. Was ihr alle zu erzählen habt, interessiert einfach niemanden. Es tut mir leid, dass ich da so garstig sein muss. So, erledigen wir es für den... Was? Wieso dauert die Schnellreise, wenn es Schnellreise ist? Warum ist es dunkel? Stopp mal. Habe ich... Nein, ist richtig, oder? Tut mir leid, aber nein. Habe ich keinen Bock drauf jetzt. Ist mir zu dunkel. Ah, schön. Ist das herrlich. Schluss damit. Da kommt jemand. Was interessiert doch nicht, was ihr da treibt. Ich bin schon wieder falsch, oder? Hat der... Was hat denn der... Nein, alles gut. Der hat irgendwas aktiviert da hinten, was mich nicht zu scheren hat. Kann ich hier rein? Was? Abgesloten. Naja. Das machen wir eben zu Fuß, weil wir jetzt agil wie eine Elfe sind. Verrückt. Ärger? Nee, gerade nicht. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Ja, ja. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Voll auf der Brücke auch noch. Wir folgen.
Da hinten zum Haus. Ist ja nicht weit. Hätte man ja in der Theorie drauf kommen können. Hä? Achso, es geht noch weiter. Was my fault? Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Muss ja, ja. Ach, Geralt. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Ich spiele um sie. Wie viel sind sie dir wert? Ich selbst kann nicht lesen. Aber ich habe die Siegel gesehen. Das ist kein Schrott. Die verkaufe ich nicht dem nächstbesten Dahergelaufenen. Hör mal, es ist so. Entweder gibst du mir die Papiere oder ich nehme sie dir weg. Meinst du, ich lass mich so leicht ins Boxhorn jagen? Ja, Stufe 2. Oh, verschissener Gauner. Schluss jetzt. Ich gebe dir die verdammten Papiere. Nimm sie. Weil der Geralt für sein Geld alles macht, ne? Eigentlich, ja, erschien es mir, als ob er die halt zu Recht nicht mehr hat, die Papiere. Wir schauen mal, was wir haben. Ich möchte da einmal reinlinsen. Vielleicht ist das ja ganz interessant, was er da hat. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Schade, ich dachte, ich könnte es mal lesen. So, das machen wir aber mit Plötze. Bist du ein Zauberer? Bist du ein Zauberer? Das fragen nur intelligente Kinder. Los, lauf! Los, walz die Kinder platt. Uah, ab durch die Wäsche. Was geht hier vor? Nichts, mein Freund, nichts. Nichts, was dich und zu beunruhigen hat. Unter deinem Auge? Schau, ihr Loser. Ich habe einen Hirsch mitgebracht, der gehört euch. Such dir, wo gehst du hin? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hier sind so viele kleine Männer. Nun? Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Zwielichter kleiner Wicht! Tja, eigentlich war er ja selber schuld. Aber gut, wir sind halt so gutherzig. Gewinnspielen in der Großstadt. Auf der Fährte, die schwarze Perle. Ah, geh nach vorne in so rein und sprich mit dem Aufseher. Okay, na gut, dann folgen wir dieser Quest auf jeden Fall. Dann machen wir das mal weiter. Aber nur mit meinem Plötzchen. Pferde. Los. Mein Pferd geht schwimmen, es ist ein Seepferd. Komm, Blitze. Oh, du bist so fett. Ich brauche ein Pony. Ich brauche ein kleines Pony für die Stadt. So ein City-Flitzer-Pony. Naja. Wir kommen schon noch voran. Farö. Geh nach Farö. Bin mal gespannt. Ich finde super, wie Blitze wieder dem Weg folgt. Nämlich gar nicht. Ah, von hier. Okay. Schnellreise also. Hätte ich auch drauf kommen können. Okay, wo will es mich denn hinschicken? Wo ist es denn? Wo ist denn dieses Farö?
Muss ich raus? Muss ich ganz raus aus der Stadt? Scheinbar, ne? Skellige. Ah, jetzt geht's schon nach Skellige. Crazy. Nichts entdeckt. Ich war doch noch gar nicht so weit. Oh Gott. Na gut, wir reisen ja auch wieder zurück. Ja, aber ich finde ja hier überhaupt nirgendwo mal einen Anlegeplatz-Dings, ne? Ich muss das doch erstmal selber entdecken, kann das sein? Kann das? Okay, hier gibt's nirgendwo eine Schnellreise hin. Boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon mache, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ziehe ich lieber nochmal durch die Stadt. Schneller. Und schaue, was sich noch alles ergibt. An Quests. Weil wir da hinten ja auch noch nicht alles entdeckt haben. Ich würde sagen, ich setze mir mal eine grobe Wegmarkierung zu dem Stadtteil hier oben oder so. Nein, das war falsch. Weil wir das ja hier auch noch nicht erkundet haben. Dann waren wir da auf jeden Fall einmal und... Ich bin alles so leid. Hast den Lok Muin ja ein schönes Chaos angerichtet. Ein Friseur! Wie cool! Bin ich hier richtig? Abgeschlossen? Nein. Ich will lesen. Barbie. Wie cool! Jetzt kann ich dem Geralt eine neue Frisur machen. Oh, will ich das denn? Ich weiß gar nicht. Aber rasieren... Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Willkommen! Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, verdammt nochmal. Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände nicht zu sehr zittern. Oh, wie aufregend. Kann ich das nicht sehen vorher? Lange, offene Haare? Nur eine Rasur? Rasierter Kopf und Pferdeschwanz. Wie sieht das denn aus? Lange, offene Haare ist doch das, was ich jetzt habe, oder? Wir gucken es mal an. Wir haben ja genug Geld, ist ja kein Problem. Wäre ja doof, dass man sich das nicht mal angucken kann. Das wollte ich eigentlich nicht. Was heißt, das wolltest du nicht? Sind die Haare nicht geschnitten und bist du nicht rasiert? Doch. Und zwar ordentlich. So wollte ich nicht aussehen. Und dieses Schicksal wollte ich nicht. Ich sollte Droste von Mahakam werden. Stattdessen rasiere ich Streuner und Vagabunden und schneide ihnen die Haare. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Na toll. Ich würde aber nochmal rasiert werden, vielleicht. Willkommen zurück. Zufriedene Kunden kommen immer wieder, wie? Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände... Ja. Lange Haare und Pferdeschwanz, das ist ja im Prinzip das, was er hat, ne? Rasieren kann er sich auf jeden Fall mal. Oh, ich erbart Mark. Wie siehst du scheiße aus. Okay, mach mal lange Haare und Pferdeschwanz. Ich will nur mal wissen, wie es ausschaut. Na, der Bart wächst ja noch. Rasiert sieht der so kacke aus, der Geralt. Ich bereue es. Ah, okay. Okay. Ach komm, wir machen die andere Frisur. Die ist ganz fesch. Die macht ihn ein bisschen jünger. Glaube ich zumindest. Ich bin wieder am Bart. Na gut. Bis dann. Geralt, voll der Undercut. Du bist so fesch. Gut. Plötze. Ich bin falsch. Hier bin ich leider falsch. Aber zur Strafe, dass du mir hier so viel abgeknöpft hast, gucke ich mich nochmal um. Und stehe vor verschlossenen Türen. Oh, dieser besoffene Mann. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. So, Plötze. Wo ist mein Pferdchen? Guck mal, ist dein Papa nicht hübsch? Ist der Papa Schneller, nicht hübsch? Leute, in dieser Stadt. Schmutzige Völker. So schmutzig. Das kannst du hier nicht tun. Ich frage mich eigentlich jedes Mal, was er denn damit meint. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Rette mich. Oh. Ich sterbe. Boah, ich finde das so schlimm, wie der immer sagt, ich sterbe an Armut. Das hört sich so traurig an. Aber es ist mir egal. Langsamer. Hey! Wo kommt man denn hier hin? Ich muss mir die Stadt ja echt noch mal ein bisschen angucken. Ich bin ja neugierig. Zieh es mir in die Länge. Oh, wie cool. Was ist das für ein Anwesen? Oder sind wir einfach nur... Wenn du das Wort in die Länge ziehst, klingt das nach Babyjammern.
Boah, ist das schön, wie krass. Mein Diener hat gestern einen Rumtreiber beim Wühlen in unserem Abfall erwischt. Hat man Töne. Wow, guckt euch das an. Ich würde da gerne runterspringen. Oh mein Gott, ist das schön. Warum unternimmt die Tempelwache nichts? Boah, dieses Spiel ist so krass. Wirklich, man muss es... Nee, möchte ich hochklettern und mal einsteigen. Ach, wärst du doch nur ein Assassine, Geralt. Es sind immer die Anständigen. Krass. Ist das schön. Boah, ist das Wetter geil. Man hat... Habt ihr gehört? Man spürt richtig... Man spürt richtig, wie warm das hier ist. Blabi, blabi, bu. Ah, da ist noch ein Friseur. Oder ist das der gleiche? Prosa Engross. Am kommenden Tag erfolgt Lieferung. Lektion in guten Umgangsformen. Persönliche Bekanntmachung. Die Kanalisation nicht betreten. Maß und Gewicht gesucht. Triss Merigold hatten wir alle schon. Schwer hier aber zu finden, weil der Greta mit dem Feuer und der Bar. Ich muss mir das hier alles angucken. Oh, ist das. What? Was ist das denn? Hier kommt man die Kanalisation runter, ne? Ich habe Balladen über dich gehört und über deine Zauberin. Aber hier ist nichts. Kommen wir denn jetzt hier hin? Möchte ich das? Eigentlich nicht. Ist das dunkel? Ah, hier kommen wir in der Gosse wieder raus. Tut mir leid, dass ich das so sage. Ein Apfel bei einer Leiche nimmt man immer gerne und isst man auch gerne. Hopp. Okay, nee, wir bleiben doch da oben. Es ist einfach nur theoretisch eine Abkürzung zur Gosse. Wieso fehlt mir denn Leben? Was ist das? Kann man hier noch was machen? Nein, nein, ja, nein. Wah! Ich bin erschreckt. Einfach großartig. Ja, bist du auch selber schuld, Geralt, ne? Wer sich hier unten rumtreibt... Ist ja nicht so, als ob ich ihn dahin geführt hätte. Hier ist etwas. Ich muss das fangen. Los. Hier unten ist irgendwas? Was ist denn hier unten? Ich habe ihn nicht aussprechen lassen. Oh. Oh, wow. What? Wie cool. Das war Zufall. Das war keine Absicht. Aha. Im Prinzip. Im Prinzip also so eine kleine Unterkunft. Wir haben ein Schema gefunden, was wir natürlich wieder nicht benutzen werden. Manuskript. Aber sonst nichts, oder? Könntest du mal hier lang gehen? Ist das spannend. Ah. Wo kommen wir denn hier raus? Wie cool. Oh mein Gott, ist das schön. Ich könnte ausrasten. Schade, dass der Geralt tot wäre, wenn er da runterspringt. Oh mein Gott. Wir haben uns auch das perfekte Wetter ausgesucht dazu. Mega gut. Habe ich irgendwas übersehen? Nö, nicht mehr als sonst. Voll cool. Keine Ahnung, was uns das gerade da gebracht hat, aber ja, wir nehmen es mal hin und erfreuen uns daran und versuchen jetzt den Weg zurück wieder zu finden. Ne, da geht's runter, das war die andere Richtung. Das war hier, um genau zu sein. Geralt, wenn du nicht immer so super krass rennen würdest, würde das auch alles klappen. Oh, ist das geil. Hallo! Komm nicht aus der Gosse, ich bin ein angesehener Mann. Bitte beachtet mich nicht. Na, hier haben wir nämlich noch gar nicht alles gesehen. Oh, mein Gott! Schön. Es wird euch wundern, wenn ich das sage, aber hier ist es ja viel besser als in der Gosse. Ist das krass. Wie läuft das Geschäft? Das
das hier ein Puff? Bobom, guten Tag. Was für ein Lächeln. Wie eine offene Wunde. Das ist nicht nett. Morgen kündige ich mein Konto bei der Vivaldi-Bank. Gut. Dieser Wucherer zahlt ja auch immer weniger Zinsen. Fleisch. Ein Bordell, wie es aussieht. Wie nett. Der Becher gehört schon mir. Ich habe ihn nur letztes Mal hier vergessen. Wie findest du Novigrad? Hühner, beruhigt euch mal ein bisschen. Wie so ein Affe. Ist das crazy? Und da ist eine Quest? Was ist das? Was sagt es mir? Hopp. Au! Es ist wahrscheinlich nur wegen Schnellreise, ja. Oi, ist das cool. Aber ich finde es mega gut hier. Oh, diese Stadt ist echt der Hammer. Weg da, ihr nichtsnutzigen Mönche. Seht ihr das auch? Schwein. Schwein, sagt er. Ein bisschen Sightseeing. Hexe. Hallo. Hexenjäger. Boah, sieht das gut aus. Sieht das geil aus. Ja, ja. Ich hab's ein bisschen eilig. Machen wir nur Speed Sightseeing. Du blättest nach dem neuesten Modetrend. Hier und lass einen von denen rein, gleich macht sich der ganze Stamm. Ja, ja, ich merke schon, ihr freut euch, dass ich da bin. Oh, ist das krass. Das ist echt mega gut. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Was wird in mich? Mein ich kann es dir nicht verübeln. Ich bin schon ein heißer Feger. Die Waldibank. Hier hinten gibt es Alchemie. Müssen wir mal alles so ein bisschen angucken. Ich warne dich. Boah, ist das geil. Ich würde so gerne in echt mal hier rumlaufen. Bruder, Schwester. Jeden Winkel der Stadt. Oh, wow. Ich hoffe, es nervt euch jetzt nicht, dass ich hier so rumrenne, aber... Oh, oh Geralt! Ich muss nichts sagen, nicht wahr? Ist hier irgendwas Gruseliges? Muss ich hier irgendwie Angst haben? Nö, Fische nur. Ertrunkener! Ertrunkener! Ich muss Angst haben! Tja. Ich wollte nach Skellige, nicht wahr? Das war doch mein eigentlicher Plan, nicht wahr? Scheiße. Ich wollte mir das doch noch oben angucken. Wieso kann ich denn hier nicht an Land gehen? Warum nicht? Geralt, bitte. Sei nicht scheiße. Sei nicht so doof wie ich. Wollt mir doch gerne oben das noch anschauen. Ach ja, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, Geralt wollte was sagen. Interessant. Umkehren oder weitergehen? Du hast das Ende der Welt erreicht. Hier sind Drachen, kehre um. Okay. Darf ich denn nicht zum Schiff? Ich darf doch wohl zum Schiff. Lange Reise. Okay. Was? Ich möchte aber zu diesem Schiff, bitte. Ich darf nicht. Ist das krass. Ist das krass und gemein. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ist das böse. Ja, und jetzt? Ich darf hier nicht an Land? Lass mich noch auf die Karte gucken. Aber wie soll man denn dann hier hinkommen? Hier oben ist auch ein Fragezeichen. Was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Gar keine. Ich kann es doch mal außen rumfahren oder was? Hier ist nicht mal ein Schiff. Hier ist ein Schiff. Was ein Scheiß. Hier darf ich doch jetzt rumschwimmen, oder nicht? Darf ich hier auf mein Pferd drauf? Weil hier gibt es ja einen Weg. Ich darf nur nicht weiter in die andere Richtung, scheinbar. Oh, bitte! Frau Geralt, du bist echt der größte Affe, ne? Naja. Ist mir auch egal, wir schwimmen jetzt hier hinten. Wir schwimmen! Wir schwimmen jetzt da hinten zu dem Schiff. Oh, das war klar, das kann auch wieder nur mir passieren. Oh, das Wasser ist so wunderschön. Ja. Von hier kann man wieder laufen, ne? Von wegen.
Okay, hier kommen wir nie im Leben hoch, deswegen schwimmen wir hier mal weiter. Gibt es da hinten auch eine Schnellreise? Weil ich möchte trotzdem gerne nochmal da oben gucken, auch wo ich jetzt runtergeflogen bin. Ach, Ertrunkene da hinten. Und im Wasser. Die lassen mich doch bestimmt gerne in Ruhe, oder? Was ist da hinten? Ein Pferd? Eine Höhle. Eine Höhle, oh Gott. Hallo. Was ist da hinten? Ist das ein Golem? Oh nee. Golems sind echt kacke. Level 19, schau. Geralt, renn! Lass dir Zeit. Ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Ding. Bitte schwimmen! Alles immer zu anstrengend. Das ist wieder so eine Chaos-Folge, ich weiß. Was ist das hier? Eine Schnellreise oder was? Was soll das sein? Ja. Na, wie nett. Und da hinten gibt es auch was zu holen. Okay. Runter! Hinten gibt es aber, glaube ich, ein Schätzchen, oder? Nicht mal. Nicht mal? Oh, Enttäuschung über Enttäuschung. Schnellreise. Wenigstens gibt es hier eine Schnellreise. Und genau, wir gehen nochmal hier hin. I'm sorry. Es tut mir leid. Aber wir haben jetzt Ecken gesehen, die wir vorher nie gesehen hätten, wenn wir da nicht langgelaufen wären, nicht wahr? Also im Endeffekt seid ihr mir doch dankbar. So. Dann möchte ich gerne hier hin. Wenn wir schon mal da sind. Notfall, falls das erste Blut. Ganz genau. So. Deswegen habe ich zwei Schwerter. B. So, noch ein Versuch. Rennt nicht weg von mir. Ihr Männer in Kleider. Kleidern. Ah, ja, mal wieder eine Chaosfolge. Es ist ein Graus. Komme ich hier raus? Was soll das? Was soll das? Da frage ich mich auch immer. Ich nehme mal mein Pferd. Bin ich ein bisschen flotter unterwegs. Regen, das Einzige, was in dieser Scheißstadt kostenlos ist. No, Regen! Was ist denn mit meiner wunderschönen Aussicht? Ich muss eh hier unten lang, oder? Pferd, wende dich! Du Schlachtross! Nicht so schnell, Plätze! Okay, hat gar nichts gebracht. Langsam. Heya! Ich glaube, ich bin zu Fuß doch besser dran. Langsamer. Schade. Jetzt ist das Wetter wieder kacke. Der Himmel weint wegen meiner Inkompetenz. So, von wo bin ich denn abgestürzt? Und unser Kapellendach ist völlig durchlöchert. Ja, sehr löblich. Naja. Wir erkunden den Ort da oben mal. Meine Frisur! Ganz frisch! Der Regen wird sie ruinieren! Oh. Wow, du Schwein! Du bist ein Schwein! Komm ich hier rein? Aha! Wow! Was ist hier für eine Party? Ewiges Feuer. Wenn der Licht der Wahrheit ihn blendet, wenn er die Treppe runtergeht. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich möchte aber einmal, dass das Wetter ein bisschen besser ist. Sieht nach Regen aus. Ja, aber doch nicht, wenn ich jetzt... Oh! Der Himmel brennt! Wenn das Licht so scheint, sehe ich, wie dreckig mein Monitor ist. ja?
krass. Na gut, hat sich doch nochmal gelohnt. Igni-Zeichenintensität erhöht. Weitergehen. Na gut. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, mach ich. Bin ich hier in einem Palast? Ist das hier der Palast? Was ist das hier? Hier ist nichts. Das ewige Feuer. Wunderbar. Wir müssen bestimmt nochmal hier hinkommen. Arma will nicht mit mir reden. Es genügt nicht an die wunderbaren Kräfte. Leichen frisst. Er verschlingt ihre Verzeihung. Ewiges Feuer. Ewiges Feuer. Wir haben doch schon drüber gesprochen. Verschwinde. Kann ich das Feuer löschen? Dann kriege ich, glaube ich, Probleme. Eins weiß ich sicher. Aus religiösen Fanatismus. Okay. Ja, war interessant. Danke, danke, danke. Komm ich hier rein? Wey, geil. Ich plündere eure Kammern. Gibt's hier nicht eine Waffenkammer oder sowas, wo ich mir mal ein bisschen was Geiles mitnehmen kann? Oh, nur so ein Scheiß. Aber wenigstens etwas. Verstehe ich nicht. Ein Irrenhaus! Was ist das seltsam? Höchst sehr eigenartig. Na, aber so kommen wir hier wieder raus. Puh! Hier wird nicht rumgehangen. Nee? Einst fand deine Mutter ihr Kind sterben. Okay, das war heute ein bisschen immer wieder eine seltsame Folge. Ja, so wie es von mir eigentlich nicht anders gewohnt seid. Sorry, ich hoffe jetzt im nächsten Part schaffe ich es nach Skellige zu reisen. Oder, wer hier die Klappe hält. Oder ich mache eine andere Quest, ich weiß es gerade nicht. Ich habe wieder den Überblick verloren. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.